Leute, ich habe das total vergessen. Der Teppich ist gerade wieder gekommen. Die haben ja gesagt, zwischen 18 und 20 Uhr bringen sie den Teppich. Und wir haben jetzt 18 Uhr noch was und die haben den Teppich gebracht. Und jetzt bin ich nämlich total gespannt, ob der schön sauber ist. Da bin ich echt gespannt. Ah, okay, die kleben hier so eine Nummer drauf. Das ist übrigens die Teppichreinigung. Merinos Teppichreinigung. So, dann schauen wir mal. Ich bin echt gespannt, ihr auch. 25 Euro. Ob das was geworden ist. Ich bin echt mega gespannt. Das ist immer eine... Also, Pikachu ist sich direkt hier am Wälzen. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Aber es ist nicht das Ergebnis, was ich mir erhofft habe bei dem weißen Teppich. Also hier ist er noch, ist er halt noch dreckig. Pikachu, lass das gehen. Also der ist halt nicht krass weiß. Moment, ich zeig's euch mal. Seht ihr das? Also, der ist immer noch dreckig. Also je länger ich überlege, werde ich wütend. Ich meine, ich habe den gerade bezahlt, ich habe nicht mal eine Quittung bekommen. Ich habe dem Fahrer sogar 2 Euro Trinkgeld gegeben. Also irgendwie kann ich das doch nicht auf die leichte Schulter nehmen, ne? Ich meine, das ist eine Teppichreinigung. Ich habe den Teppich abgegeben, damit der sauber zurückkommt. Und wenn die das nicht machen können, hey, dann sollen die mir doch verdammt nochmal sagen, es funktioniert nicht, dann zahle ich das nicht. Nee, also ich schreibe die jetzt auf jeden Fall nochmal an und ich frage die, ob die darunter jetzt verstehen, dass der Teppich sauber ist. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit drüber nachdenke, bin ich echt wütend und enttäuscht. Also ich verstehe nicht, wie man einen Teppich so dreckig wieder zurückgeben kann. Und ich habe noch meine Vermieter gefragt, ob die eine gute Arbeit machen. Ja, super. Aber ist scheiße. Die 25 Euro hätte ich mir sparen können. Da hätte ich, keine Ahnung, hätte ich selber schrubben können, bis der Arzt kommt für 25 Euro. Dann hätte das selber geschafft. Boah, ich bin echt sauer. Echt, also so richtig enttäuscht. Also ich bin nicht so wütend, aber so enttäuscht, also so traurig. Ich denke mir so, warum verarscht ihr die Leute? Na, die hätten ja sagen können, keine Ahnung, der ist weiß, das geht nicht, irgendwas, aber hätten mich doch nicht bezahlen lassen sollen. Ja, und das Gute ist, ohne Quittung auch noch. Ja, ich werde denen sagen, also wenn ich das Geld nicht zurückkriege, ich frage entweder nach dem Geld, ich frage jetzt erstmal nett. Ich bleibe jetzt erstmal nett. Ich frage erstmal nach meinem Geld. Und wenn nicht, werde ich denen sagen, werde ich die echt scheiße bewerten im Internet. Ich werde auch öffentlich sagen, welche Firma das ist. Ich meine, habt ihr ja schon gesehen. Und ja, dann werde ich denen das sagen, weil es ist ja meine Meinung, es ist meine Erfahrung mit denen, das darf ich machen. Boah, es fuckt mich richtig ab, ne? Ihr seid doch wenigstens ehrlich und sagt, wir haben es nicht hinbekommen. Hier, bitteschön, keine Ahnung. Ich würde sogar von mir selber 5 Euro dem Fahrer geben und sagen, ey, danke für die Mühe. Hier, Kasse 5 Euro. Lieber so ehrlich sein als so. Ehrlich, das fuckt mich richtig ab. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich komme einfach nicht klar. Ich bin so traurig, dass ich kurz vorm Heulen bin, weil ich einfach so enttäuscht bin von... Also von uns Menschen. Warum ist man so? Warum kann man nicht einfach ehrlich sein? Also das ist eine richtige Abzocke. Ich schwöre es denen. Also wenn die mir nicht entgegenkommen, es geht mir hier echt nicht um diese scheiß 25 Euro. Es geht mir einfach ums Prinzip, um diese Verarsche. Mach doch den Mund auf und sag, ich krieg's nicht hin oder es ging nicht. Ich bin so ein Mensch, ich würde trotzdem etwas Geld geben, so Trinkgeld. Aber doch nicht so, doch nicht die Leute verarschen. Boah, ich schwöre, ich bin so sauer, ne? Ich bin...
ehrlich, ich bin echt ein netter Mensch, ne? Aber verarschst du mich? Sorry, ich sage jetzt dieses Wort, fick ich dich doppelt, ist einfach so. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Donnerstag und ich glaube, Sonne stört ein bisschen. Ich meine, ich bin froh, dass wir Sonne haben. Ich lasse die jetzt einfach mal so. Ja, und irgendwie sieht man hier doch meine grauen Haare, ne? Ja, ich sag nochmal was zu Alpecin. Ich hatte ja schon mal was zu Alpecin gesagt, aber ich taste das hier noch weiter aus und dann sage ich auf jeden Fall was dazu. Aber wie ihr sehen könnt, sieht man es doch, früher oder später. Ja, ja, schaut mal, wie ich heute aussehe. So schaut es heute aus. Hier habe ich noch ein bisschen Schmerzen. Ist auch noch so gelb und dunkel, also blau und gelb ein bisschen. Hier habe ich nur eine Einstichstelle, aber ansonsten sehe ich heute so aus. Ob ich jetzt schon irgendwelche Ergebnisse sehe, I don't know. Seht ihr was? Also ich glaube, hier tut sich ein bisschen was, dass es hier schon ein bisschen schmaler geworden ist. Aber so von der Seite weiß ich jetzt nicht, ob man da schon etwas sieht. Könnt ihr mir ja mal in die Kommis schreiben, ob man schon etwas sehen könnt. Ich selber weiß ich nicht. Ich sehe sowas nicht sofort. Und dann habt ihr mich gefragt, was man bei Lemon Bottle noch so beachten muss, wenn man das gemacht hat. Also auf jeden Fall 2 Liter Wasser am Tag trinken. Und man muss es massieren. Das glaube ich, habe ich auch schon gesagt. Also die nächsten 2-3 Tage immer wieder massieren. Und zwar immer von innen nach außen zu den Ohren hin. Also hier an den Wangen, wenn ihr es an den Wangen machen lassen solltet, von innen nach außen immer massieren oder am Hals genauso. Ich mache auch manchmal so, das geht auch. Oder so kann man es auch machen. Ne? Also von innen nach außen immer zu den Ohren hin, 2-3 Tage lang massieren. Ja, was man auch nicht machen darf, ich lese es mal eben vor. Make-up erst am Folgetag, machen ja meine Haare hier. 3 Tage kein Sport. Mindestens 1 Woche kein Solarium, Schwimmbad oder intensive Sonne. Mindestens 2 Wochen keine Gesichtsbehandlung oder Gesichtsmassagen, keine Impfung, keine Zahnbehandlung. Ja, das sollte man noch beachten. Und ansonsten, ja, habt ihr ja gesehen, so den ersten Tag ist man halt angeschwollen. So einen halben Tag ist man so krass angeschwollen. Danach sieht man halt, dass es noch angeschwollen ist, aber nicht mehr so krass. Aber so menschentauglich ist man erst am nächsten Tag. Ja. So schaut's aus. Ich bin echt gespannt. So ein bisschen, also ich kann schon ein bisschen was erkennen, aber ist ja auch immer so eine Einbildung manchmal, ne? Man will es einfach so haben, ne? Man sieht dann eine Fata Morgana. Ich kann es noch nicht wirklich sagen, ob ich etwas sehe. Also, ja. Könnt ihr mir ja in die Kommis schreiben. Ja, ihr Lieben, heute ist Donnerstag und Donnerstag ist immer Kinotag bei O2. Wenn ihr bei O2 seid, dann könnt ihr, wenn ihr euch einloggt, könnt ihr euch für donnerstags immer eine Kinokarte umsonst besorgen, wenn ein Vollzahler dabei ist. Also wenn ihr zu zweit hingeht, müsst ihr euch dann immer so eine Kinokarte über O2, über das Portal einholen. Dann kriegt ihr eine E-Mail und dann zahlt einer kein Ticket, aber der andere zahlt halt ganz normal sein Ticket. Und heute ist halt dieser Kinotag, immer donnerstags. Und seit gestern ist ja Smile 2 raus. Und dann gehen wir heute, Emin und ich gehen dann Smile 2 heute gucken. 20.15 Uhr ist die Vorstellung. Ja, bin total gespannt, wie der ist. Den ersten Teil fand ich echt gut. Beim Schacht war ich etwas enttäuscht. Schacht 1 fand ich ganz gut, aber Schacht 2 fand ich jetzt nicht so dolle, muss ich sagen. Habt ihr Schacht 2 geguckt? Ist ja auf Netflix drauf. Könnt ihr ja mal gucken. Und Leute, was ich hier noch erzählen möchte, und zwar hatte ich mich für ein Format beworben, wo ich dann nicht angenommen wurde und habe dann nochmal eine Anfrage bekommen wegen der Wildcard. Ja, dann habe ich halt drauf gewartet und habe gehofft und wäre voll cool, wenn ich die bekommen hätte, aber habe ich leider nicht bekommen. Vielleicht klingelt es beim einen oder anderen, welches Format es ist. Ich sage es nicht, ich darf es auch nicht sagen. Viele Formate haben ja eine Wildcard. Und ja, es hat leider nicht geklappt. Ich hätte mich gefreut, da drinnen zu sein, weil ich auch den einen oder anderen auch kenne, der da bei diesem Format dabei ist, war. Ja, schade. Hätte mich auf jeden Fall gefreut, aber ist ja meistens so, wenn man mehr Follower hat und es eine Abstimmung gibt, gewinnt natürlich derjenige, der die meisten Follower hat und die meisten Stimmen hat. Ne? Dementsprechend, ja. Bin ich da leider nicht dabei. So, und dann hatte ich 2 Anfragen von 2 Abonnentinnen. Eine Abonnentin wollte meine Parfümsammlung sehen und eine Abonnentin wollte meine Taschensammlung sehen. Puh, meine Parfümsammlung ist ziemlich groß. Ah, ich weiß nicht, ich wollte die wirklich sehen.
Das, also ich kann ja mal mit meiner Taschensammlung anfangen, weil die ist jetzt nicht so krass riesig. Dann haben wir das schon mal erledigt. So, fangen wir mal hier oben an. Machen wir eben die Tür hier zu. Ja, die Versace habe ich aus Paris und hatte sie bisher nicht einmal getragen, was richtig, richtig schade ist, weil ich sie wirklich schön finde. Die ist in diesem Barocco-Style, aber in rosa. Und ich finde die wirklich richtig schön, oder? Was sagt ihr? Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was die gekostet hat. Wenn ich jetzt die Preise zu irgendwelchen Taschen noch im Kopf habe, dann nenne ich euch die. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, wie viel. Ich glaube, 1200, lasst mich nicht lügen. Ich weiß, es gab echt nicht. Aber wenn ihr online guckt, könnt ihr schauen, wie viel die gekostet hat. Und die finde ich wirklich wunderschön. So ein kleiner Chopper. Aber habe sie bisher leider noch nicht getragen. Ich muss auch sagen, diese Taschen hier, die hatte ich versteckt auf der Seite. Ich habe hier jetzt ein bisschen umgestellt. Und ja, irgendwie ist die untergegangen. Dann habe ich hier von Kate Spade, die finde ich auch total schön, die Marke, und die ist auch nicht so teuer. Habe hier einmal dieses süße rosa Täschchen, was aber leider nicht alle. Was? Was bellst du mich an? Was gibt's für ein Problem? Was denn? Ja, auf zu bellen! Auf jeden Fall steht die nicht von alleine, deswegen habe ich hier den Karl Lagerfeld Regenschirm einfach davor gestellt, damit die nicht runterfällt. Auch ein total süßer Regenschirm, den habe ich von Romont aus dem Outlet. Ja, diese Tasche werdet ihr sehen, woher ich die habe. Da sage ich jetzt erstmal nichts zu, weil ich weiß noch nicht, ob das alles so öffentlich war. Deswegen lasse ich die hier einmal liegen. Und von Kate Spade habe ich noch hier diesen Rucksack, kann man nicht nennen. Das ist kein Rucksack, das ist eine Tasche, die man so oben zubinden kann. Fand ich auch total schön. Kann man viel reintun. Genau. Kate Spade mag ich total gerne, wie gesagt. Und die haben nicht so teure Taschen. Ja, dann machen wir mal hier unten weiter. Einmal von Christian Dior. Ne, diesen Shopper, den man kennt, gibt es auch in größer. Ich habe den hier in kleiner. Meine Prada-Tasche mit diesen Glitzer-Funkelsteinchen. Ja, liebe ich auch total. Wurde extra in Mailand hergestellt, also nachbestellt. Und ich glaube, ich hatte die für 1200 oder so. Mittlerweile ist auf jeden Fall der Preis gestiegen. Die Versace-Tasche, die habe ich von Ermin zum Geburtstag bekommen. Und ich liebe die total. Ups, die ist total süß. Die ist total süß und niedlich. Ach, guck mal, jetzt ist mein Haarreif hier runtergefallen. Ach, habe ich euch gar nicht erzählt. Ermin hat mir einen nachgekauft. Wie süß ist das bitte? Von Prada den Haarreif, genauso in weiß, wie ich ihn hatte. Genau, die Tasche habe ich von Ermin zum Geburtstag bekommen. Und die ist auch total süß, so zum Ausgehen. Dann habe ich hier von Versace einmal dieses Täschchen. Ich überlege gerade, ob ich dazu noch irgendeinen passenden Gürtel habe. Nee, habe ich nicht. Das ist eine andere Tasche. Ja, dann habe ich hier die klassische Louis Vuitton Tasche. Ich weiß gar nicht, ob die so klassisch ist, aber vom Style her, ne, von der Farbe her auch. Ja, die finde ich auch total schön, auch von Versace. Also Versace mag ich wirklich sehr, muss ich sagen. Ist eine meiner Lieblings-Luxus-Brands. Und Dolce & Gabbana mag ich auch sehr, den Style. Ja, auf jeden Fall ist das hier dieses Handtäschchen, was ich auch total süß finde. Preise weiß ich jetzt leider auch nicht mehr. Ja, die Gucci-Tasche. Hätte ich lieber in Gold gehabt, ist aber jetzt in Silber. Ja. Also ich muss es sagen, alle Taschen habe ich mir selber gekauft. Außer, die habe ich zum Geburtstag bekommen. Den Haarreif habe ich nochmal von Ermin geschenkt gekriegt. Ja, was haben wir hier noch? Hier habe ich meinen Verlobungsring. Boah, da muss ich auch nochmal eingehen, Leute. Den habt ihr auch noch gar nicht gesehen, ne? Und eine Kette, die ich von Ermin bekommen habe. Eine Goldkette. Aber zu der Verlobung muss ich euch auf jeden Fall noch was erzählen. Ich bin total enttäuscht. Und da mache ich ein extra Video zu. Am besten mit Ermin. Hier habe ich von Idol of Sweden
so ein kleines süßes Täschchen, fand ich total niedlich. Ja, einer meiner weiteren Lieblingstaschen ist die hier von Prada. Fand ich schön hier in diesem Design. Ja, so ein Armtäschchen. Und von Yves Saint Laurent. Das ziehe ich auch gerne an. Das sieht echt schick aus für abends. Mag ich auch sehr gerne. Ja, dann machen wir hier mal weiter. Hier habe ich von Love Moschino eine bisschen größere Tasche. Die kann man auch für den Alltag so anziehen. Hier habe ich eine, die ist, ja, die ist jetzt ist so teuer gewesen. Wie heißt denn die Marke? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Die ist total praktisch. Jetzt war mein Akku leer. Also, die ist total praktisch. Die ziehe ich gerne im Wald an. Wenn ich hier irgendwie Leckerlis dabei habe für Pikachu. Oder irgendwie so einen Ausflug mache, wo ich viel laufen muss und so. Also, die ist auf jeden Fall mega praktisch. Moment, meine Brille. So, dann habe ich hier von Michael Kors diese Tasche. Michael Kors ziehe ich mittlerweile nicht mehr so gerne an. Ich weiß nicht warum, aber ist nicht mehr so meine Marke. Obwohl ich diese Tasche ja wirklich schön finde vom Design her. Aber ist leider nicht mehr so meins, muss ich sagen. Das ist hier noch von der Louis Vuitton Tasche. Dann habe ich hier noch eine von Love Moschino. Die ziehe ich auch so im Alltag an. Wenn ich zum Beispiel shoppen gehe im Zentrum oder so, ist die ganz, also sieht edel aus und also eher stylisch und praktisch sozusagen. Dann habe ich hier noch eine Tasche von Louis Vuitton, die habe ich ein bisschen auseinandergenommen. Die gehört so zusammen. Hat also so zwei Taschen in einem. Ach und genau, jetzt weiß ich, warum ich die auseinandergenommen habe. Ich habe hier so einen Gürtel von mir dran gemacht und dann habe ich die als Bauchtasche benutzt bei einem Event. Ach, und das hier von Louis Vuitton, das gehört dazu, nicht zu der anderen Tasche, genau. Ja, dann habe ich hier so ein, was ist das, Bast, oder wie nennt sich das, so ein Sommertäschchen, habe ich aus dem Urlaub mitgenommen, genauso wie das, das ziehe ich gerne an, im Urlaub trage ich das gerne. Dann habe ich hier von Boss eine kleine Klatsch, MCM, habe ich so ein kleines Mini-Täschchen. Die Tasche hier habe ich von Shein. Ja, passt gut zu meinen roten Stiefeln oder wenn ich was Rotes trage, finde ich die ganz schön. Die ist auch von Shein, auch total süß, so ein Hingucker, so ein Bärchen. Was habe ich hier noch? Hier, glaube ich, ist fast alles jetzt No Name. Die ist auch von Shein. Dann habe ich hier auch noch mal eine von Moschino mit dem Teddybären. Die ist von Valentino. Die finde ich auch ganz schön. So eine kleine, wie nennen die sich? Handytaschen. Und vorne steht dann auch noch mal Valentino drauf. Wenn man die so anhat, steht hier auf der Kette auch noch mal Valentino. Das sieht ganz schön aus. Oh, Moment, jetzt habe ich hier ein Durcheinander. Die ist von Emporio Armani. So eine kleine, die hatte ich lange nicht mehr an. Fällt mir gerade auf. Ja, dann nochmal so eine Handytasche von Laura Ashley. Und hier habe ich noch so kleine Portemonnaies aus Marokko und aus der Türkei. So, geht gleich weiter mit Taschen. Das war nicht alles. Ich stelle nochmal alles so hin, wie es war. Ja, wenn wir schon mal auf der Seite sind, kann ich euch ja noch meine süßen Trinkflaschen zeigen. Die habe ich bei Lyko bestellt. Total schön, so mit am Schimmern. Und die fand ich auch echt schön. Die habe ich von Ted Baker. In Amsterdam hatte ich die geholt. Vor allem kann man die zum Beispiel hier abmachen und die andere hier dran. Finde ich ganz cool. Und dann kann man die ja, so umhängen. Ja, dann geht es hier weiter mit Taschen. Ich muss mal eben das Stativ auf die Seite packen. So. Ja, da oben habe ich so die Taschen, die ich am meisten trage. Dann habe ich einmal die hier von Joop. Die habe ich jetzt im Sommer gerne getragen. Die hatte ich von Outlet City bestellt. Die habe ich auch gerne getragen. Die ist von Emporio Armani. Jetzt ein bisschen zerquetscht aus. Kann man sich auch umhängen. Finde ich auch echt schön. Was mich halt hier stört, ist, dass
dass es keinen richtigen Reißverschluss gibt. Aber in der Mitte gibt es hier noch das Fach, da kann man sein Portemonnaie reintun. Und genau, hier kann man sich das noch umhängen, die Tasche umhängen. So, auch eine meiner Lieblingstaschen, die ich für jeden Tag habe, ist die hier von Prada. Ja, die trage ich gerne. Die hat einen Reißverschluss auch. Und ich glaube, die war auch nicht so teuer. Die hat 800 oder 900 Euro gekostet. Und das Coole hier bei der ist auch, man kann die abschließen. Hier ist nämlich ein Schloss drin, ne? Quasi, wenn man die hier so zumacht auf die Seite, kann man das hier so reintun. Und hier ist ein Schloss und die Schlüssel sind hier dran. Auch nicht schlecht, ne? Genau, die finde ich total gut. Die trage ich echt gerne. Aber die Tasche, die ich am meisten täglich trage zum Einkaufen,